Hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem ersten Heimspiel hier im Sonderspielbetrieb, nachdem die zweite Bundesliga den Betrieb wieder aufgenommen hat. Wir machen es in bewährter Form, so wie letzte Woche. Bitten euch, den Mund-Nasen-Schutz die Pressekonferenz überzutragen und den Abstand halten wir wieder entsprechend ein. Aufs Mikrofon verzichten wir und dann kommen wir im Endeffekt schon zum Sportlichen. Ich darf Frank Schmidt, unseren Cheftrainer hier, herzlich willkommen heißen. Und Frank, wie sieht es personell vor dem ersten Heimspiel nach der Wiederaufnahme aus? Ja, personell sieht es so aus, dass eigentlich alle einsetzbar sind, die auch vergangenes Wochenende in Bochum zur Verfügung standen. Bedeutet, bleibt bei den verletzten Spielern wie zuletzt auch. Und von daher wird sich da nicht groß was ändern. Vielen Dank. Und jetzt eure Fragen. Wer macht den Anfang? Dann legen wir los ohne Mikro. Timo Lemmerhardt beginnt bitte. Frank, jetzt habt ihr ein Spiel mal sehen können auf dem Gegner. Gibt es jetzt mehr Aufschlüsse als vergangene Woche? Was nimmst du aus dem Wiesbaden-Spiel gegen Stuttgart mit vom Gegner? Ja klar, da nehmen wir einiges mit. Wir nehmen vor allen Dingen mit, dass wir gezeigt haben, wie es nicht geht. Wir waren dann doch zu anständig, zu brav, haben uns das natürlich anders vorgestellt, kriegen mit den ersten zwei Bällen aufs Tor zwei Gegentore. Das ist nach so einer Neuaufnahme nicht ideal und macht es nicht einfacher in so einer Situation. Muss man wirklich auch sagen, dass Bochum qualitativ sehr gut war, hat uns laufen lassen, hat eigentlich keine Fehler gemacht. Fakt ist aber, wir müssen uns mit dem beschäftigen, wie es zu den Gegentoren gekommen ist. Das haben wir schon längst gemacht, haben auch schon abgeschlossen, die Analyse. Da waren wir nicht so in den Automatismen drin, die wir kennen und die wir auch immer wieder neu abrufen müssen. Das ging zu einfach, was die Gegentore betrifft. Und vorne wird ja nichts geschenkt. Das hat man gesehen, Bochum, eine Mannschaft, die mit knappem Vorsprung vor der Abstiegszone war. Und so haben sie gespielt, haben jeden Zweikampf ganz normal angenommen. Und wir waren eben noch nicht in diesem ganz normalen Modus drin. Und das ist jetzt für uns jetzt wichtig, dass wir die Form der Aggressivität, der Zweikampfführung, müssen wir uns deutlich verbessern. Aber das ist nur ein Teilaspekt. Fakt ist, ich glaube, dass wir als Mannschaft zusammen 20-30% Potenzial haben vermissen lassen. Und das reicht bei Weitem nicht, um in der zweiten Liga ein Spiel zu gewinnen. Und da müssen wir jetzt ganz schnell uns wieder verbessern und müssen das viel besser regeln am Freitag, im Prinzip in jedem Bereich. Benjamin Post, alle Nachrichten bitte. Ja, wie hat denn die Mannschaft jetzt das so von der Belastung verkraftet? Das war ja viel Training, jetzt kein Freundschaftsspiel wie sonst in so einer langen Pause, kein Testspiel und jetzt diese Wettkampfbelastung. Wie war das Feedback jetzt danach? Ja, wie immer bei uns. Wenn man die reinen läuferischen Daten nimmt, dann können wir hochzufrieden sein. Dann war das so, wie wenn keine Pause gewesen wäre. Trotz allem ist es ja wichtig, nicht nur, dass man die läuferische Einstellung hat grundsätzlich, sondern dass das Spiel im Spielaufbau, vor allen Dingen was dann auch vorne das Herausspielen der Torchancen betrifft, dass man da viel besser und zielstrebiger agieren muss und dass man die Zweikampfführung viel offensiver führt. Das nur mal nebenbei. Und was die Spielbelastung betrifft, ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, das habe ich im Vorfeld gesagt, fit sind wir. Und ich glaube, dass es auch wichtig war, dieses Spiel wieder zu haben, um diese Intensität zu spüren, und zwar über 90 Minuten. Und von daher bin ich mir sicher, sind wir da, was die Belastung betrifft, auch während dem Spiel einen Schritt weiter. Jetzt für das Spiel am Freitag spielt das vergangene Spiel überhaupt keine Rolle. Wir haben uns regeneriert, wir haben uns erholt. Und von daher bin ich überzeugt, wir können da auch wieder aufs Tempo drücken. Nadine Rauch, Heidenheimer Zeitung, bitte. Ja, Wiesbaden konnte besser starten jetzt als Heidenheim. Was erwarten Sie denn, was auf Sie zukommt? Wo sehen Sie da die Stärken bei der Mannschaft? Ja, das ist relativ schnell und einfach erklärt. In der Vorrunde haben Sie noch im Schnitt zwei Gegentore bekommen. Jetzt bekommen Sie nur noch eins in der Rückrunde. Dabei sind sie gefährlich in der Offensive. Sie stehen sehr kompakt mit ihrer Fünferkette. Eigentlich jeder Spieler beteiligt sich in der Defensivarbeit, macht die Räume eng. Das hat man gesehen gegen Stuttgart über weite Strecken. Das hat man vor allen Dingen beim vorletzten Auswärtsspiel in Bielefeld beim Tabellenführer gesehen. Denen haben sie auch das Leben extrem schwer gemacht durch ihre gute Defensivarbeit. Und über die vier Offensivspieler, über Dittgen, über Schäffler, Kéré, und auch Aigner haben sie vier Spieler, die wirklich auch Qualität haben. Das hat man beim 1-0 gesehen gegen Stuttgart. Blitzsauberer Konter,
auch jeder Pass blitzgescheit inklusive Abschluss. Und das ist eben, auf das man sich einstellen muss. Wiesbaden wird, wenn überhaupt situativ, aber wird in der Regel die eigene Hälfte eng machen, wird dann ins Pressing kommen, wird versuchen, schnell zu kontern und auch über auch Standardsituationen zu nutzen. Die viel zitierte Geduld spielt eine Rolle. Wir brauchen eine Idee im Spielaufbau. Wir dürfen nicht ständig ohne Absicherung letztendlich nach vorne unsere Anstrengungen unternehmen, sondern wir brauchen ein intelligentes Spiel. Wir müssen ein viel besseres Passspiel auch haben. Wir eine kürzere Verweildauer am Ball, um dann uns auch Räume zu erspielen. Und ja, wenn du gegen Wiesbaden in Führung gehst, wir sowieso, jedes Spiel, wo wir in Führung waren, haben wir bis jetzt gewonnen. Von daher setzen wir da auch am Freitag, gerade im Heimspiel, wieder auf diesen Aspekt, der uns in den letzten Monaten so stark gemacht hat, um ja, letztendlich auch in dieser Ausgangsposition zu sein. Kim Lemmer hat nochmal, bitte. Mit Mockenhaupt und Röcker fehlen hier jetzt zwei wichtige Spieler. Ist das für euch von der taktischen Ausrichtung her nochmal irgendwie, gibt es da nochmal Nuancen, wo man vielleicht mehr drauf eingeht? Wie stellt ihr euch da gerade noch im Offensivbereich drauf ein? Nein, das spielt bei uns jetzt keine Rolle, weil wir da nicht so sehr auf den Gegner schauen, sondern was die personelle Besetzung betrifft, sondern beschäftigen sich natürlich mit der Grundordnung, die der Gegner hat. Dieses 5-1-3-1, natürlich in der Offensive dann eher eine Dreierkette mit den Außenbahnen, die nachschieben. Aber das spielt jetzt keine Rolle, wer beim Gegner da aufläuft, sondern wir schauen auf uns. Weil wir eben im ersten Spiel gemerkt haben, wenn wir brauchen auch eine Leistung entsprechend, die so gut ist, dass wir erstmal bei uns selber anfangen, dass wir auf uns selber schauen. Und deswegen ist mir das eigentlich relativ egal, was ja, wie der Gegner in welcher personellen Konstellation auftritt. Benjamin Post nochmal, bitte. Jetzt habt ihr das erste Heimspiel hier ohne Zuschauer. Macht ihr da auch nochmal so ein Training oder so ein Spiel? Oder war das schon die Woche? Um die Atmosphäre so ein bisschen wahrzunehmen? Oder? Also erstmal ist es so, wir sehen das tatsächlich auch als Heimspiel, auch wenn keine Zuschauer da sind. Das ist ein Unterschied, ob du nach einer Woche Trainingslager direkt nach Bochum fährst und dann quasi auswärts spielst oder jetzt eine normale Trainingswoche zu Hause hast, um dann zu Hause in der eigenen Feldarena zu spielen. Von daher kennen wir das, aber da brauchen wir keine extra Einheit dafür. Da kennen wir uns schon aus in unserem Stadion. Werner Röhrig, Schwäbische Post, bitte. Herr Schmidt, Sie haben gesagt, Sie schauen nicht auf den Gegner, Sie haben aber mit Ihren Spielern zusammen auf die Tabelle geschaut. Erst recht am Sonntag, nach der Niederlage des VfB. Wie sind die Empfindungen, wie ist die Stimmung in der Mannschaft aufgrund nach wie vor der entsprechenden Tabellensituation? Erstmal muss ich korrigieren, ich schaue nicht auf den Gegner, was die personelle Besetzung betrifft, die Grundordnung, die Taktik sehr wohl. Das ist natürlich wichtig. Und ich finde, Marc Schnatterer hat es, glaube ich, heute im Interview treffend gesagt, erstmal seine eigenen Aufgaben machen und gar nicht so viel um sich herumschauen. Und ich möchte das ergänzen, ich habe das auch diese Woche nochmal gesagt. Es ist überragend, fühlt sich gut an, dass wir noch einen relativ kleinen Abstand auf die auf Mannschaften oder auf die zwei Mannschaften vor uns haben. Aber wir sollten auch nicht so vermessen sein, um die Mannschaften hinter uns zu vergessen. Das sind viele gute Mannschaften, das hat man am Wochenende wieder gesehen. Da sind die Abstände auch nicht wesentlich größer und deswegen geht es auch darum, was zu verteidigen. Am Ende wollen wir eine gute Platzierung haben, so gut es geht. Und am besten helfen gute Ergebnisse. Und deswegen haben wir jetzt die Chance, am Freitag auch mal wieder ein Stück weit vorzulegen, 3 Punkte zu holen. Das muss unser Ziel sein, das ist unser Ziel. Und da haben wir uns nach dem schwachen Auftritt jetzt in Bochum natürlich auch ein Stück weit unter Druck gesetzt. Aber ich glaube, meine Mannschaft braucht es so ein bisschen. Timo Lemmer hört nochmal, bitte. Du hast gerade gesagt, es fühlt sich wie ein Heimspiel an. Der Gissel hat letztes Mal, wie ich finde, das sehr treffend formuliert, wenn man nach Hause kommt, die Familie nicht da ist, ist man trotzdem zu Hause. Kann man den Vergleich so ziehen, man spielt zu Hause, man weiß, okay, hier schauen die heute trotzdem drauf, wenn sie auch nicht da sind. Ja, natürlich. Einfach die gewohnte Umgebung, das eigene Stadion. Aber man sollte es jetzt auch nicht zu verkomplizieren, sondern am Ende des Tages ist ja wichtig, dass man auf dem Platz seine Leistung bringt. Und das ist mal unabhängig davon, ob man jetzt zu Hause spielt, in einem Testspiel, in der Vorbereitung oder auswärts im Pflichtspiel. Das darf keine Rolle spielen. Aber es sind gewohnte Abläufe. Man kennt sich aus, man fühlt sich da ein Stück weit dann doch heimischer. Und das ist mit Sicherheit kein Nachteil. Wisst ihr, ob von Fanseite, vielleicht hast du es ja noch Markus, was geplant ist? Also Puppen, Fotos, Plakate, Transparente, hängt da irgendwas? Nö, also was ist jetzt nichts Außergewöhnliches geplant, mit einer Ausnahme, dass wir, vielleicht hat es eine oder andere mitbekommen,
eine größere Trikotaktion haben, bieten das Trikot jetzt zum Sonderpreis, heißt unser letztes Hemd für euch. Und die ganzen Trikots werden auf der Haupttribünenseite platziert, ergeben dann hoffentlich optisch ein schönes Bild. Und die Trikots werden dann anschließend auch, weil es was Besonderes ist und eine besondere Form der Unterstützung, die jeder damit leistet, der sich so ein Trikot kauft, werden dann von der Mannschaft auch anschließend noch signiert. Und die Käufer erhalten das dann nach der Saison komplett unterschrieben von der Mannschaft. Das ist die Aktion im Größeren, die wir da haben. Timo Lemmert, bitte. Ja, Frank, du hast schon gesagt, dass alle soweit einsatzbar wie letzte Woche. Oliver Stocher ist zumindest entsperrt, aber der hatte letzte Woche eine Sprunggelenksverletzung. Wie sieht es bei ihm aus? Und, ich habe es nicht verstanden. Entschuldigung. Ja, das ist die. Ich nehme nächstes Mal wieder Landemaske. Olli Steurer hatte letzte Woche ja eine Sprunggelenksverletzung noch. Olli Steurer spielt in Münster. Ja, Olli Steurer, was ist das denn? Achso, entschuldige. Hatte eine Sprunggelenksverletzung, war gesperrt. Wie sieht es bei ihm aus? Und also ist er wieder hergestellt? Nein, Olli Hüsing steht nicht zur Verfügung. Wird gerade auch intensiv behandelt, hat eine Knochenödem im Sprunggelenk, hat sich jetzt auch herausgestellt und da muss man jetzt schauen durch die Behandlung, dass man das in den Griff bekommt. Da ist, muss man leider sagen, ist mehr möglich. Es kann schnell gehen, kann aber auch länger dauern. Da ist überhaupt keine Prognose momentan möglich. Leider. Benjamin Post nochmal, bitte. Also fernab von der Analyse vom Wiesbaden-Spiel, wie viel Fußball hast du denn noch sonst noch geguckt an diesem ersten Wochenende? Das war ja so die Frage, wie kommt das an? Wie viel schaut man? Schaut man ein ganzes Spiel? Schaut man nur eine Zusammenfassung? Bei mir persönlich? Ich habe alles geschaut, was ging. Alles, was ging. Von Freitag unser eigenes Spiel über Samstag, Sonntag bis einschließlich Bremen gegen Leverkusen. Ich habe mich gefreut, dass ich wieder so viel Fußball schauen darf. Meine Frau nicht. Werner Röhrig, bitte. Ist aufgefallen, dass die Samstagsspiele dann eher etwas wärmer gewirkt haben und die Sonntagsspiele schon aggressiver? Ich habe gerade gesagt, Freitag letzte Woche. Nee, wir haben Samstag gespielt, jetzt spielen wir Freitag. Freitag gab es auch noch kein Spiel. Also unser Spiel war lahmer, ja, unser eigenes, das kann ich bestätigen. Wir waren das erste Spiel, das weltweit in dieser Form dann nach der Unterbrechung gezeigt worden ist. Bochum hat nicht lahm gespielt, sondern hat uns das Leben extrem schwer gemacht, deswegen kann ich das nicht ganz bestätigen. Aber es ist doch klar, dass erstmal alle schauen vielleicht oder alle geschaut haben auf diesen Samstag, ja, wie ist es eigentlich? Und sich dann doch nach die am Sonntag gespielt haben, dann oder ja vielleicht dann auch am Montag, dass am Ende dann trotzdem ein Fußballspiel ist, wo es darum geht, als Mannschaft eine gute Leistung zu zeigen, das Außen versuchen auszublenden. Das sind die Rahmenbedingungen, ich habe es mehrfach zuletzt gesagt. Ich glaube, dass sich das jetzt auch einspielen wird, was das Spiel dann an sich betrifft. Man weiß, wie es abläuft vor dem Spiel, während dem Spiel. Man gewöhnt sich dann hoffentlich nicht so dran, dass man das allzu lange aushalten muss. Denn ist doch klar, wir alle hoffen, dass so schnell Normalität zurückkehren kann, dass wieder Zuschauer zugelassen sind. Aber am Ende des Tages spielen wir jetzt eine Saison zu Ende. Und die wollen wir so gut wie möglich, wollen am Ende so gut wie möglich abschließen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir aufs Tempo drücken, dass wir in Zweikämpfe kommen, dass wir eine Intensität reinbekommen, aber auch eine Qualität. Das ist eben auch wichtig. Und deswegen kann ich jetzt nur aus unserer Sicht das nochmal beantworten. Wenn wir dieses Spiel jetzt gebraucht haben, um zu verstehen, wie man erfolgreich Fußball spielen muss, dann war es okay. Aber jetzt darf man schon sagen von uns, es darf wieder ein bisschen mehr sein. Nadine Raunummer, Heidenheimer Zeitung, bitte. Eine personelle Frage noch, dass Teuerkauf nicht in der Startelf war vergangene Woche, das lag einfach nur an der Leistung im Training davor, oder warum haben Sie sich da so entschieden? Nein, er war ja krank und hat noch einen Trainingsrückstand gehabt und das war der hauptsächliche Grund.